So, okay, Pferd haben wir hier. Ja, ich müsste ja irgendwie farmen. Ich würde ganz gerne, glaube ich, nochmal in die Banditenfestung und würde hier einmal durchgehen, weil da haben wir immer sehr viele hübsche Dinge gefunden. Oder in diese Waffenkammer erstmal. Gehen wir erstmal in diese Waffenkammer hier. Wir nehmen mal dieses unschuldige Pferd mit. Hallo? Spring. Ach, jetzt willst du doch? Okay. Habe ich Lautsprecher? Das klingt zu plastisch, dieses Pferd. Okay. Ach komm, was soll's, wir reiten dahin. Auf Steam gibt es gerade ein Spiel kostenlos bis. Das muss ich piepen, weil wenn das auf YouTube draußen ist, dann ist der 1.7. schon vorbei. Bis 1.7. Ist aus der Schmiede Life is Strange. Ich habe Taurinchen mal den Link zugeschickt. Gebt der Frau ein Permit! Bitte, gebt der Frau doch ein Permit. Das interessiert ja vielleicht andere auch. Ich habe da ein doofes Gefühl gerade bei der Ecke. Wollte ich denn hier hin? Ich wollte eigentlich dahin. Ja, komm, dann nehmen wir erstmal die große. Die ist bei Tageslicht nämlich schlechter. Tell me why. Aha, okay. Die kostenlosen Spiele sind immer gut. Freuen sich viele drüber. Danke für den Permit, Tomi. Und danke für den Link, Thomas. So nicht, Bärengescheit, Bärenform. So, da ist sie. Kommt ihr denn jetzt plötzlich her? Ich habe eben nach euch gesucht und habe euch nicht gesehen. Nochmal schießt du nie auf mich, du. Ja, einmal durchgehen und farmen. Ich brauche einmal so ein reines Herz. Wie gesagt, habe ich nicht offline vorher hinbekommen. 36%. Guck mal an meine Brust, Jan. Dummerweise wird er das wohl nicht. Gut, wenn die anderen alle tot sind, dann musst du jetzt herhalten. Dankeschön. So. Aua, das tat aber weh. Da ist es. Da ist es, das unbefleckte Herz. Das habe ich gesucht. Oh, guck mal, und da ist ein Buch. Oh, Alchemiebodenbelag. Oh ja, wir bauen das Schloss um. Auf jeden Fall bauen wir das Schloss jetzt um.
Endlich mal ein neuer Bodenbelag. Das ist eine sehr gute Sache. Also die Waffe ist cool. Ich mag die Waffe. So viel Loot. Ja, Loot ist immer reichlich da, aber... Bücher nicht. Wir sollten uns mal eben heilen. Cool. Das ist super. Hannibal, hey! Dummi, alter Rüsselstreichler. Und Marike, einen wunderschönen guten Abend. Du kommst gerade richtig zum Rüsselstreicheln. Also, ich weiß es nicht. Alter Rüsselstreichler. Das kann man auch so unterschiedlich verstehen. Auf der anderen Seite sagt man ja, gut gerüsselt ist halt gewonnen, ne? Marike, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Also die Waffe ist wirklich stark. Ich bemängele die Abwesenheit von sehr vielen Büchern. Ich hoffe, dass wir noch ein zweites hier finden. Das wäre ganz toll. Ich glaube, bisher bin ich hier immer mit zwei Büchern rausgegangen aus der Sache. Hier dann nicht etwa umbringen, ne? Oder? Also so geht's ja nun auch nicht. Ich glaube, ich sollte mich nochmal heilen. Ja, und dann sind wir hier quasi bei Sonnenaufgang fast durch. Ist ja wie mit dem Fummelwort. Genialer Clip. Der Fummelwort, ja. Der Clip war super. Aber alles kriege ich hier nicht eingesammelt. Die werden hier gleich irgendwann aktiv werden. Ja, jetzt. Oh Mist. Wie bin ich denn hier gelandet? Okay. Was? Oh, er hat das Glück gehabt, dass er gerade noch gemerkt hat, dass er da gar nicht sein darf. Das ist ja abgefahren. Komisch, dass man hier durch so ein halbes Wohnzimmer laufen kann, ne? Ohne dass jetzt hat er keinen Bock mehr. Dino braucht kein Fummelwort. Bücher kommen immer nur aus Gegnern, ne? Oder? Oder kann man die auch in Kisten finden? Ich weiß gar nicht.
Nee, einen Schmiedeboden habe ich noch nicht. Nee, Schmiedeboden habe ich noch nicht. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Klar wird es auch schneller gehen dann. Aber ich fand den fehlenden Alchemieboden jetzt erstmal. Fast wichtiger, weil ich halt mehrere Werkbänke habe, die von dem Alchemieboden profitieren. Ah, Mann! Mach das doch nicht! Augen aufgehabt? Ich glaube, weil ich habe noch versucht zu gucken. Bin abgerutscht. Ich war doch gerade am Verbrennen hier in der Sonne. Könnt ihr nicht machen. Wie jetzt schon? Ist das Schmiede- und Alchemieböden in einem? Oder habe ich irgendwas nicht gesehen, was ich noch bekommen habe? Ist mir Loot entgangen. Na, gucken wir gleich mal nach, was wir alles bekommen haben. Achso, kann ich nicht. Warte. Ach, Inventar voll. Oh, ich hab den habe ich gar nicht bemerkt. Wie cool. Ach, das ist ja. Ich habe beides jetzt. Das ist ja mega. Ja, komm, dann gehen wir nach Hause. Dann will ich die anderen Gegner hier gar nicht mehr machen. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause, bevor wir hier noch verbrennen oder so. Das ist ja mega. Dann besorge ich lieber noch mal Eisen oder Stein oder sowas. Ja, das nenne ich auch mal Lootglück. Also gleich beide Böden in einem Durchgang. Weißt du so, und da denkst du, ja, dann musst du 5, 6 Mal durch und dann hast du vielleicht Glück, also dass du irgendwas überhaupt bekommst. Aber vielleicht ja nicht unbedingt so ein Schmiedeboden, hätten ja auch irgendwelche Deku-Statuen sein können oder sowas. Und ich krieg dann ausgerechnet beide Bögen. Böden. Ist ja mega. Es wäre jetzt meckern im großen Stil, jammern im hohen Stil, im volkisch-schönen Stil, wenn ich jetzt sagen würde, Schneidereiböden wären jetzt auch noch nett gewesen. Ne? Ich glaube, das, dann nähern wir uns schon der Unverschämtheit. Halt. Das mit den Angelstellen ist komisch, ne? Wenn einmal geangelt, ist die halt weg. Häufig kann man ja ein bisschen länger angeln an solchen Angelstellen in Spielen. Aber hier nicht anscheinend. Sehr schön. Super. Okay, Inventar ist so gut wie leer. Schwefel kommt da mal rein. Ach, in einer Mühle. Okay. Unbeflecktes Herz. 2 Stück. Den braucht die, wir brauchten das für den Thron, ne? Das unbefleckte Herz. Blutpresse. 5 Stück. Was brauchen wir denn noch für unseren Thron? Dominanz. Ach so, die verbesserte Blutessenz brauchen wir. Genau, und dafür brauchten wir noch eine. Wir haben dann 4. 16 Eisenbahnen und 24 Steinziegel.
Habe ich hier ein Eisenbahnproblem? Nö. Gut, im Überfluss habe ich jetzt auch nicht, aber Moment, 24 Eisenbahnen? Nee, 16. Ach, genau die 16, die ich habe. Ich finde, einzig das Angeln können Sie noch etwas optimieren. Die Mechanik ist etwas unvorteilhaft. Spawnen doch wieder, oder? Was spawnt wieder? Achso, die Angelstellen. Ja, irgendwie alle 6 Stunden Echtzeit neu erscheinen. Die Angelstellen, okay. Aber nicht an derselben Stelle, oder? Einfach irgendwo anders dann, ne? Oder? Oder an der. Also, wenn ich da in meinem Teich 2 Angelstellen habe, kommen die auch alle beide mal wieder in dem Teich, oder? Okay. Ja, gut dann. Ja gut, ich habe jetzt hier zu Hause keine. Ich glaube, da in dem Wasser ist nichts drin. So, ich will da mal eben kurz drauf warten. Ja, wie geil. Dann müssen wir ja wirklich umbauen. Dann müssen wir wirklich umbauen. Ich glaube, ich brauche noch Holz. Brauche ich Holz für so eine Wand? Nee, ne? Brauche ich nicht, ne? Stein. Gut, Bretter. Oh, jetzt dann kommt ja wieder der kreative Teil. Ich weiß doch nicht, wie ich hier bauen soll. Oh, der kreative Teil. Ich bin schon mal, ich war schon am Überlegen, ob ich irgendwie in Affinity Illustrator oder in Excel mir einfach mal einen Grundriss von der Burg aufzeichne. Und dann dachte ich mir, ach, da musst du aber vorher wissen, wie groß was ist. Und ja. Aber ja, es ist schwierig halt. Es ist schwierig. Ich stelle ihn hier erstmal auf. Wir werden hier viele Sachen verschieben, aber erstmal will ich mir meinen Thron aufstellen. Dominanz. Ach du Schande! Seriously? Ernsthaft jetzt? So groß? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Wir haben auch so ein Geltungsproblem, glaube ich, ne? Oder? Im Moment, so kommt der Thron. Ja, aber den kann man natürlich nicht hier lassen. Wir müssen das einmal komplett umbauen. Ich brauche jetzt erstmal nur einen Screenshot davon. Boah, nee, mach weg. Ich will ein Foto machen. Ja, so. Okay. Befehlige die Diener vom Schlossthron aus. Schalte Blueprint frei das Auge der Dämmerung. Joachim, einen wunderschönen guten Abend. Und herzlichen Dank. Joachim hat die allererste Charity-Spende eingereicht. Dankeschön dafür. Ich kann sie gerade nicht einblenden. Ich bin noch am Programmieren. Wir wollten erst eine Karte machen. Aber Dankeschön. Ich hab nie mehr bekommen. Ich sagte, wie dann eine erste Spende? Ich so, wieso denn meine erste Spende? Ich guck so, ist das Mai? Nee, Juni. So, aber okay. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wollte ich mal so gesagt haben. Ist ja öffentlich. Kann ja jeder sehen.
Soll keine Aufforderung sein, dass ihr jetzt alle damit anfangt. Ihr könnt euch gerne Zeit lassen. 10.9. So. Wow, so ein Thron sieht schon ein bisschen aus wie eine Rüsselverlängerung. Das ist doch ein Mädchen hier, was ich spiele. Wenn, dann ist das eine Nippel-Extension. Wie, ich weiß nicht, wie nennt man denn sowas? Eben eine Frage an die Damen. So, was mache ich denn da? Ich kann jetzt hier Leute hinschicken. Und die besorgen mir dann irgendwie was. Wie zum Beispiel Baumwolle und Sonnenblumen. Ich klicke das mal an. Baumwollfarmen. Geschätzte Beute, sorgfältig geplant, plus 20% Verletzungsgefahr, 20%. Jagddauer. Echtzeit? Ist das Echtzeit? 23 Stunden? Aber wenn ich immer Mittwoch streame und ich spiele im Schnitt 3, 3,5 Stunden. Selbst bei 4 Stunden sind das ja 6 Wochen. Kannst es verkürzen? Ach so. Ja, aber. Ja, aber selbst 2 Stunden. Okay. Wie viel würden wir denn da kriegen, wenn wir Rolfinchen dahin schicken zum Beispiel? Auswählen. Wieso steht in der Erfolgschance 0%? Bedeutet das, die kriegt nichts? Ich kriege 700 Baumwolle raus. Das reicht doch, wenn ich auf ein so ein Feld gehe. Viel ist es ja nicht, ne? Und wenn ich die nur 2 Stunden kriege, ich 200 Baumwolle raus. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde sich das lohnen, oder? Knochen könnte ich die mal holen lassen auf dem Friedhof, wo ich keinen Bock zu habe, zum Beispiel. Okay. Nee, die hat ja sogar Ausrüstung. Ich glaube, die hat, glaube ich, keine Waffen oder sowas. Deswegen finde ich diese Funktion für den Solo-Player echt nicht schön. Sie kommt verletzt zurück. Aha. Aber die hat auch ein bisschen Rüstung bekommen. Nämlich meine letzte hier hat sie bekommen. Die ist jetzt nicht ganz so schlecht dran. Gut, die hat jetzt noch keine Waffe, aber die hat Rüstungsstufe 3. Ist doch nicht schlecht. Dachte ich. Ha, schwierig. Das. Ja, aber bei mehr Spieler geht es doch auch nicht schneller. Oder hat man einfach mehr Diener übrig und dann ist es kein Problem? Oder inwiefern. Das ist Emma, echt lucky hier. Ja, wenn die Server 24/7 laufen. Ah,
kann ja auch lokalen Server aufsetzen, aber. So, Werkstattbodenbelag, Schmiedebodenbelag. Was brauche ich denn da? Kupferbarren brauche ich dafür. Und Alchemiebodenbelag. Schwefel. Ach so. Okay. Ich glaube, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen Eisen besorgen. Und deine müsste an dich noch gehen. Quatsch. Stein müsste an dich noch gehen. Na, dann mal was rein. Was ist denn da drin? Ach so. Holz haben wir nicht mehr, ne? Aber Holz brauche ich auch nicht wirklich so viel, oder? Quatsch, das waren ja schon Bretter. Was mache ich denn? Ja, ne, Holz habe ich in der Tat nicht mehr so viel. Okay. Ja, dann mal ein bisschen was farmen, ne? Oder? Oder hier zur Eisenmine. Da ist ein Höhleneingang. Wo ist denn hier der Höhlenausgang? Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal Eisenerz besorgen. Ach, gleich wird's tags. Ich glaube, ich gehe da lieber nachts hin. Dann holen wir nochmal Steine, glaube ich, hier. Und Kupfer. Nein. So machen wir das. Ich baue erstmal in der Nähe jetzt ab, weil ist ja tagsüber muss ich mich da mit den Gegnern nicht umschlagen. Die wollen ja dann doch zu. Ja, weiß, das ist so schwierig. Die können ja schon gut auf die Nase gehen, die Gegner, die da sind. Wir spielen auch zu zweit auf einem eigenen Server und da gibt es schon sehr günstig. Naja. Ich arbeite im Homeoffice. Ich kann theoretisch einen lokalen Server hier und da laufen lassen auf dem Rechner. Der sollte ja nicht den Rechner in die Knie zwingen. Zumal ich eher auf dem per Remote Desktop auf meinem Firmenrechner arbeite. Kann man mal überlegen, ne? Weil so wahnsinnig viel bringen die ja nicht ein. Machen wir es mit der Axt. Hallo? Mit der Axt. Das dauert zwar. Aber wie gesagt, ein bisschen Eisen finden wir auch vor der Tür. So schlecht ist dir gegen die gar nicht, wo ich wohne. Ist mir jetzt im Sonnenlicht nur lieber. Dafür reicht es auch nicht. Selbst eigentlich in Sicherheit. Ach, dann lasse ich gleich die Axt draußen. Was soll's.
Hab halt nicht mehr genug Eisen, um mir noch einen Eisenknüppel herzustellen. Wenn ich gewusst hätte, wie lange die unterwegs sind, hätte ich mir vielleicht jetzt gerade noch nicht den Thron gebaut, sondern lieber erstmal Eisenknüppel aus den Ressourcen. Aber naja, was soll's. Kriegt man ja auch mal wieder. Auf der anderen Seite, wenn du nachher 10 Diener hast, das wäre vielleicht, ich weiß nicht, ich kann das vom Balancing halt nicht beurteilen, ne? Die werden sich da sicherlich was bei gedacht haben, dass sie so lange unterwegs sind. Oder halt, wenn sie nur 2 Stunden unterwegs sind, halt auch weniger mit anschleppen. Und auch verletzt zurückkommen können oder so. Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich die, ich weiß nicht, hat mal jemand von euch sich das mal so überschlagsweise kalkuliert? Ist es wirklich am besten, wenn man diese 24 Stunden wegschickt? Oder ist 3x8 vielleicht besser als 1x24? Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Was ist denn das für eine App neben mir? Da komme ich aber nicht hoch. Das bringt mir auch nicht sehr viel hier, ne? Oder? Des Mordes, moin! Kann ich dir gleich sagen, ich zurück im Schloss bin. Okay, cool. Also ich gehe mal davon aus, dass 3x8 mehr bringt als mal 24, aber die kommen dann eventuell natürlich auch verletzter zurück. Ich weiß noch nicht, wie stark sich das bemerkbar macht, wenn die dann verletzt sind. Liegt hier auch nicht rum, ne? Gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich mir mit dem, wie ich gerade hier einen Gefallen tue, wenn ich den lang laufe. Wahrscheinlich nicht so. Nee, das läuft. Das sollte ja online weiterlaufen. Also, wenn du auf dem Server spielst, natürlich. Du bist halt nicht da, aber Nandine arbeitet halt dann für dich weiter, ne? Nö, ich spiele hier lokal, aber du kannst ja theoretisch auch einen Server lokal auf deinem. Ja klar, nachts läuft dann ja natürlich nicht, ne? Ich habe meinen Rechner nachts aus. Aber da würde ich mal gucken, ob ich den. Aber ich glaube, so einen Solo-Spielstand kann ich nicht einfach auf irgendeinen Server schieben, ne? Glaube ich. Hatte das Spiel nicht genau damit noch Probleme oder sowas? Dass es eben nicht so einfach ging? Sonst kann ich natürlich hier lokalen Server laufen lassen, weil, wie gesagt, ich bin ja den ganzen Tag im Homeoffice.
Und mein Rechner langweilt sich dann, weil ich entfernt auf dem Rechner der Firma arbeite. Ich muss dringend irgendwas anlecken. Komm her und lock die Anna nicht an. Danke. So. Die Sense ist super. Nee, auf den Senk habe ich nicht ganz so viel Bock. Auf der anderen Seite kommen wir mal wieder, ne? Kann aber in der Menschenform hier durch, oder nicht? Das sollte doch auch hier klappen, oder? Ja, Profi? Ach, Meredith, das ist das Problem. Meredith wird doch wahrscheinlich auf mich reagieren, oder? Reagieren die Skelette auf mich? Und wie sie reagieren? Wieso ist mein Inventar jetzt schon voll? Was brauche ich denn hier mal nicht? Ich habe ja so viel Rotz schon. Oh. Dann gehen wir nach Hause. Aber die Knochen nehme ich mit. Können wir hier irgendwo ein Pferd auftreiben? Ha, ihr Anfänger. Wenn die jetzt hier am Pferd rumstehen hätten, wäre es richtig klasse. Ja, gehen wir erstmal. Kürbis kombinieren. Ey, 2 volle Jahre. Krass. Dankeschön. Wuhu. Und Servus aus dem Lurk und an die Welle und den lieben Chat. War schon, ja, 2 Jahre. Ich bin alt geworden. Du nicht, nur ich. So, ab hier sollte nichts mehr kommen. Ja, schade jetzt, ohne Pferd. Was soll's. Können wir noch ein bisschen Kupfer mitnehmen auf dem Rückweg. Das sollte ja wohl noch drin sein hier. Und ein bisschen Schwefel können wir auch gebrauchen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir umbauen. Ne?
Ich weiß noch gar nicht, wofür ich Quarz brauche. Das Mittelalter 1 und 1, traue nie einer kichernden alten Dame. Ist das so? Wie war das mit dem Apfel? Ja. Apfel im Haus, der spart den Doktor, ne? Heißt es hier. So, wahrscheinlich werden wir uns hier unten ausbreiten müssen mit unserem Schloss. Ich will da erstmal Blümchen pflücken hier. Leider nur diesen ein einziges Mal diesen Höllenkriegstrompeten zu haben. Das ist ein bisschen schade. Wo habe ich Baumwolle? Da habe ich Sonnenblumen und Baumwolle. Können wir mal eben reinnehmen. Und habe ich hier nochmal. Ach nee, das ist der. Ja, ich glaube, aus dem Krieg, aus dem fest angepflanzten Krieg kenne ich doch Blutrosen zusammen. Kriegt man auch mal raus. Okay. Ja, gucke ich mir gleich an. Kann ich die eigentlich umpflanzen, die Dinger hier? Nee, ne? Das geht nicht, ne, oder? Ich kann die nicht umbauen, ne? Nee, Demontage. Wie will ich denn 75% davon erstattet bekommen? Wahrscheinlich mal die an der Stelle. Ich kriege den Samen zurück. Ich weiß es nicht. Also Beispiel Baumwolle. 2 Stunden 216 Minimum. Also 108 pro Stunde. Und bei 23 Stunden sind es 648 Minimum. Also 28,7. Allerdings sinkt auch die Erfolgschance auf minus 20%. Also könnte man... Ach, das mit der Erfolgschance ist so zu rechnen, dass sie nicht weniger anschleppen, sondern dass sie mit leeren Händen nach Hause kommen, ja? Hm. Also, sie sinkt nicht auf minus 20, sie sinkt um minus 20. Da gibt es ja auch, dass sie sinkt um. Minus 20. Wir wissen nicht, wie hoch der normale Zähler für die Erfolgschance ist, weil du kannst es ja auch so auf gelb einstellen, dann hast du 0%. Das ist ja nicht 0% Erfolgschance, das ist 0% hier Bonus-Malus. Wenn also die Erfolgschance für so ein Ding sowieso nur bei 50% ist, dann sieht es ganz anders aus. Weil dann willst du die 23 Stunden haben, damit du wenigstens auf eine Erfolgschance von 70% kommst. Ach so. Gut, vielleicht ist Agathe da ja besser. Das kann ja sein. Also... Machen wir das da mal rein. Spätestens jetzt hätte ich ganz gerne eine zweite. Was Eisen erstmal raus.
und Kupfer rein. Ich flüchte mal kurz wieder, wenn ich auf Tablet und verschwinde in Lurk. Yo, alles Liebe. Richtig, hier passt nichts mehr rein. Wir haben zu viel Krams. Wir haben zu viel Krams. Stehblumensamen. Schreckpilz. Wir haben zu viel Krams. Wir brauchen mehr. Ja, von allen. Eigentlich brauchen wir mehr. Wir brauchen von allen mehr. Oh, warum liegt denn da das ganze Holz drin? Das ist aber auch nicht richtig so, ne? Das ist aber, kann aber nicht richtig so sein, dass hier das ganze Holz drin liegt. Ich muss mal gucken, wo passende Gebiete sind. Ich habe die aus den Gebieten, die hier direkt bei mir vor der Tür sind. Also so ganz unpassend sind die ja hier auch nicht, die Gebiete, ne? Also so komplett unpassend können sie nicht sein. Okay. So, ja, Schlossumbau. Also hier können wir erstmal Werkstattböden drin bleiben. Entweder baue ich jetzt erstmal die Fläche oben aus oder wir gehen nach unten. Oder wir gehen nach unten. Ich weiß jetzt auch nicht, noch nicht genau, was ich unten mit dem ganzen Platz anfangen soll. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Wie viel Platz ist denn hier hinten noch? Hier ist ja noch reichlich. Also hier oben können wir noch reichlich machen. Eigentlich gibt es keine Veranlassung, jetzt gerade nach unten zu gehen erstmal, ne? Oder sollte ich das jetzt schon tun? Moment. Kann ich mein Schloss überhaupt größer machen gerade? Weil ich muss dafür ja auch den Platz haben. Ich habe das so clever gebaut, dass ich hier nicht rauskomme, ne? Ohne mir ein Dach einzureißen. Ne? Das habe ich ja wirklich clever gemacht. Wir brauchen erstmal einen Hinterausgang. Wände. Steinziegelbretter. Steinziegelbretter. Schlosstor. Was ist denn Diener? Türen werden verwendet mit einer Wünsche Feinde. Diener werden diese Tür weder öffnen noch schließen. Warum sollte ich meine Diener denn davon abhalten, irgendwo hinzugehen? Außer, dass ich sage, hey, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Gibt es da eine Veranlassung für? B. Demontage. Ja, ist gut. Okay, B. Grundlagen. Blutessenz brauche ich dafür. Oh, habe ich doch. Was brauche ich denn noch? Stein? Ach, normalen Stein. Oh, normalen Stein ist. Habe ich, glaube ich, gar nicht. Da kommst du später noch hinter. Alles klar. Normaler Stein. Ja, doch. Haben wir.